Are you raging? Aye, aye, Captain! I can hear you! Genau meine Größe, es glänzt. Schenke öffnen ist klasse! Hey Gary, was geht ab? Wow! 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 Ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender! Ich glaube, ich bin im Himmel. Nimm das! Mm-hmm.
zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Genau meine Größe. Jungfrau Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch... Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass... Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren... Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Schenke öffnen ist klasse. Das war massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann noch mal machen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Frisch wie eine Frühlingsbrise.
Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Oh, wie funkelnd. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hey, SpongeBob! Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig... Danke, Patrick. Ich sag dir was. Diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen was? Okay. Oh, Junge, Junge, Junge! Hübsches, funkelndes Ding. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Gut. Schon viel besser. Hey, du Sprottenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Der Fels spricht mit mir. Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir zu Diensten! Hier unten, du großer rosa Seeochse! Ah, hallo Plankton. Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle, folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein, aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellen musst. Oh, vielen Dank!